Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Arx Fatalis. Jawohl, hier sind wir stehen geblieben am Teleporter, der uns leider noch sehr lange nichts nützen wird, wie ich euch erzählt habe. Und jetzt machen wir etwas. Und zwar fangen wir die Folge ein bisschen mit kleiner Rennerei an. Ja, wir werden jetzt alles, was noch an Gegenständen so rumlag, werden wir einkassieren. Upp, da war die Steuerung gerade ein bisschen hakelig. Und zwar zum Beispiel zum Bleistift die Keulen der Goblins, die wir unterwegs haben, liegen lassen. Und werden diese auch zum Teleporter runterbringen, dann sparen wir uns den Weg nämlich später irgendwann. Jo, das ist einiges. Also ich denke, ein bisschen was ist es zumindest. Ja, da oben, Moment, Karte anmachen, wie immer, ich vergesse es. Da oben, da seht ihr schon was. Wenn ihr genau guckt, hüpf, hüpf, hüpf. Ja, ein paar Höhleneingänge. Leider ist diese Stelle noch absolut unerreichbar für uns. Wir kommen da definitiv nicht hoch. Aber, ja, wie ich es so gerne betone, später, irgendwann später mal. Moment. Unsere weiße Ratte trägt noch ein paar leckere Rippchen mit sich. Die nehmen wir natürlich auch mit. Ach, digitale Rippchen. Lecker, lecker. So, hier hatten wir doch auch noch was. Genau. Ah, Moment. Den Schild. Den Schild, den nehmen wir gleich einfach mal so mit und sparen uns die 4 Slots. Und schmeißen den einfach runter. Zack. So. Upsala. Da musste ich mal aufstoßen. Boah. Moment. Moment, Moment, Moment. Da. Ein Fackel. Ein Fackel. Gute Deutsch. Habe ich gute Deutsch. Ein Fackel habe ich. Eine Keule. Eine weitere Keule. Die war beim letzten Mal weggebackt. Jetzt ist sie wieder da, komischerweise. Ja, wie gesagt, falls ihr jemals das Spiel spielen solltet und euch passiert sowas, dass ein Gegenstand wegbackt oder sowas, dann, ja, dann speichert einfach schnell und ladet nochmal. Dann, in 90% der Fälle ist dann der Gegenstand wie von Zauberhand wieder da. Auch hier die Keule, die ist auch wieder da. Die hatte ich auch da hingelegt und die war sofort verschwunden. Jetzt ist sie wieder da. Ah, die zweite Keule hatten wir. Ja genau, das war unsere erste Keule. Man mag es kaum glauben, aber diese Gegenstände sind tatsächlich, wenn man viel verkauft, alles schon relativ viel wert. Die Menge macht's in Arx Fatalis, muss ich sagen. Also jetzt aktuell haben wir 361 Gold. Ja, ich sag mal so, im Normalfall habe ich so, ja, um die 60.000 bei Abschluss des Spiels und habe die stärkste Ausrüstung. Gut, die muss man sich nicht kaufen, die tut man sich dann irgendwann mal bauen, sage ich jetzt mal. Aber man bekommt definitiv viel, 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 viel mehr Geld, als man A ausgeben kann und B ausgeben kann. Jetzt ist mir bei B nichts mehr eingefallen. Egal. Ja, die Knochen, die lassen wir erstmal noch da drinnen liegen. Das Schwert hier nehmen wir auch noch mit. Liegt hier sonst noch was? Ja, ein Stein, den können wir natürlich auch mitnehmen. Der bringt uns nur leider 0, rein gar nicht, weil der ist natürlich nichts wert, wie man sich denken kann. Ja, die Knochen lasse ich da. So, dann haben wir jetzt noch 4 Plätzchen frei. Dann gehen wir erst noch mal kurz hinter und schmeißen wenigstens schon mal 2, 3 Keulen nach unten. Oder? Naja, wir könnten auch alle Keulen runterschmeißen. Also, zacki und zacki und zacki. Das Komische ist, wenn man Gegenstände direkt auf den Boden legt, kann theoretisch jeder Gegenstand einfach wegbacken, wie die 2 Keulen jetzt in der letzten Folge. Aber wenn man sie schmeißt, dann komischerweise passiert überhaupt nichts. Dann, ja, dann liegen die halt so da rum. Ja, logischerweise. Aber ich meine, damit sie verschwinden nicht. Ja, ich habe mich nochmal vorhin jetzt
an das hier bekannte Texturproblem mit den Schildern, den Ratten, den Fackeln, den Hebeln, weiß der Teufel was nicht noch alles, gesetzt und habe ein bisschen Foren gewälzt und ein paar Anhaltspunkte gefunden, wie man es vielleicht beheben könnte, wenn ich Glück habe. Also wenn wir Glück haben. Ja, ist jetzt nur die Frage, ob das auch alles so klappt, wie mir das da geschrieben, beschrieben wurde. Was, die Fackel ist jetzt schon ausgegangen. Oje. Also wenn das klappt, dann werde ich euch frühzeitig drauf aufmerksam machen. Wenn nicht, dann werdet ihr halt, also werden wir halt, ja, leider noch eine Weile mit den weißen Texturen vorlieb nehmen müssen. Oder für immer, wer weiß. Wer da sein? Wenn du kommen wegen Handel, ich muss sehen dein Erlaubnisschein von Boss und dein Händler abzeichen. Mein Rücken wehtun. Yo. Also wir gehen das jetzt mal auf dem richtigen Weg an. Ich verrate jetzt mal so viel. Hier kommen wir auf eine andere Ebene. Und zwar auf die Ebene der Goblins, Orks und Trolle. Da dürfen wir jetzt aber noch nicht hin, eigentlich. Händlerabzeichen, hat er gesagt. Und Erlaubnis schreiben. Ihr erinnert euch an das Teil hier. Nicht unterschriebene Goblin-Erlaubnis. Die Erlaubnis sein, wer hat, kann gehen durch Goblin-Königreich. Nicht unterschrieben. Ja, die brauchen wir jetzt. Die müssen wir uns unterschreiben lassen, dann können wir da durch. Theoretisch gesehen könnten wir aber auch durch das Gitter durch, weil der nette Herr Ork, der uns gerade angesprochen hat, steht so nah am Gitter, dass wir ihn durch das Gitter durch erwischen könnten. Mit einem gezielten Schlag. Problematik daran ist, er ist nicht alleine da oben. Da oben stehen nochmal zwei von den Orks hinter ihm. Die hat man noch nicht ganz gesehen. Ja, also wenn man auf Selbstmord steht, kann man es theoretisch gerne mal versuchen. Ich jetzt eher nicht so, weil ich würde das Sterben schon gerne noch eine Weile unterbinden. Sagen wir es mal so. War völlig unnötig eigentlich. Ich hätte die zwei Keulen schon noch mitnehmen können. Ich hätte jetzt noch die zwei Keulen holen können und dann erst schmeißen können. Egal. Ja, auf jeden Fall würden wir den Kampf gegen drei Orks auf einmal zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich eh nicht überleben. Und zweitens ist es... Naja, gut, man spart sich ein bisschen Weg. Und, naja, es ist aber eigentlich wirklich nicht sehr sinnvoll, das jetzt schon zu machen. Deswegen machen wir es auch einfach nicht. Und gehen einfach weiter den Weg, der vom Spiel vorgeschrieben ist. Puh. Viel, viel Gerede für das bisschen Aussage, was ich eigentlich gerade machen wollte. Aber gut, das ist mal leider bei mir so. Ich bin eine kleine Quasseltande. Es tut mir leid. Aber die, wo es nicht ertragen, die können ja auch, ja, abschalten oder so. Ja. Ich kann euch ja nicht zwingen, den Schrott hier zu gucken, den ich mache, ne? Ja gut, ich denke jetzt ein bisschen schlecht von mir, aber ist er jetzt nicht so ernst gemeint. Egal, auf jeden Fallinger. Was machen wir denn jetzt noch? Man sollte vielleicht dafür Sorge tragen, dass das Inventar nochmal ein wenig leerer wird. Dann würde ich behaupten, wir sparen uns mal diesen einen Slot hier und legen die ganzen gebratenen Rippchen raus. So viel Essen brauchen wir jetzt nämlich im Moment überhaupt nicht. Wir finden auch noch mehr als genug Essen in den nächsten Ebenen. Also wirklich weit mehr als genug. Bäuerchen, Entschuldigung. Konnte ich jetzt leider nicht ganz verstecken. Ach, komm, die gebratenen Fische, die legen wir auch raus. Das habe ich zwar bis jetzt noch nie gemacht, dass ich Nahrung rausgelegt habe, aber naja, ist ja nicht so schlimm. Und weggepackt. Na gut, der ist beim nächsten Mal wieder da. Also die Küchlein, die behalten wir auf jeden Fall. Den rohen Fisch auch. Und die rohen Rippchen auch. Okay.
dann, meine lieben Freunde. Oh, ich sehe gerade was. Unsere Rüstung ist ziemlich im Anus. Wir sollten doch noch einmal in die Waffenkammer gehen und dort nochmal unsere Rüstung reparieren. Oh ja, 15 von 60 Haltbarkeit. Das Teil ist so gut wie hinüber. Ja, wie ihr auch gerade gesehen habt, man kann sich im Tagebuch und Ausrüstungsmenü weiterhin fortbewegen. Das ist ganz gut. Ja, dann gehen wir jetzt da runter und reparieren mal unser Höschen. Lässt sich nicht weiter verbessern. Was? Komm, nochmal. Lässt sich nicht weiter verbessern. 34, 36. Okay, jetzt brauchen wir es nicht mehr. Ja, es ist 34... Ne, Moment. 34, 46. Dann machen wir nochmal. Ja, es ist ein bisschen problematisch, da man sein Objektwissen noch nicht so hoch hat. Nimmt die... Oh, das hat nur einen Punkt zugenommen. Ja gut, dann lassen wir das jetzt lieber, bevor wir die insgesamt Haltbarkeit noch sehr viel weiter runterdrücken. Am Anfang hat man bei der Lederbeinkleidern gesehen, waren es 60 Haltbarkeitspunkte und 15 waren es drauf davon noch. Also 15 von 60 Haltbarkeitspunkten. Und wenn wir Sachen auf dem jetzigen Waffenschmied-Skill reparieren, dann sinkt auch die Maximalhaltbarkeit, wie jetzt eben bei der Lederbeinkleidern. Jetzt hat es noch 37 von 45 Haltbarkeit. Wir haben es zwar ein bisschen repariert, aber wir haben es auch insgesamt ein bisschen beschädigt. Wir wechseln jetzt mal die Ebene. Also wir verlassen jetzt mal die Kerkerebene der Goblins. Und somit auch den Goblin-Außenposten. Und gehen wohin, wo wir... ja, uns mal ein wenig umschauen werden. Mal schauen, was da so rumeiert. Oh. Übrigens, hier. So kackt man in Arx. Plumpsklo. Wunderschön. Sollte man mal gezeigt haben. Aus welchem Grund auch immer. Auch mal wieder. Geh mal einfach weiter. Juckt nicht. So, jetzt sind wir hier in einer kleinen großen Höhle. In einer kleinen großen Höhle. Hm. Oh mein Gott. Ich habe mich gerade allen Ernstes vor diesem Stein hier erschreckt. Ich dachte gerade, da steht irgendwas. So, wenn man so im Schatten steht, sieht ein bisschen aus wie eine Frau mit einem breiten Rock. Ach. Manchmal bin ich schon ein bisschen arg bescheuert, also... Ich kenne das Spiel doch. Ich weiß doch, dass hier niemand ist. Ah. Oh, ja, eine Flasche Wasser. Ein Ring, unidentifiziert. Sprachmuskelkater. Ja, dazu fehlt uns leider noch... das Objektwissen. Das müssen wir auf jeden Fall noch sehr hoch kriegen. Ich weiß, was das für ein Ring ist. Geilerweise. Aber leider nützt es uns gar nichts, zu wissen, was dieser Ring kann, wenn wir es als Charakter noch nicht identifiziert haben, weil so lange können wir es auch noch nicht nutzen. Logischerweise. Jo, da müssen wir gleich hoch. Aber nicht auf diesem Wege. Jo, und hier haben wir einen Teleporter. Moment, erst fressen wir die Pilze vom Boden weg. Nom, 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 nom. Nur leider, ja, ist der im Anus. Ja, den wird man auch nicht mehr reparieren können. Ach, guckt mal an. Der Ring hier hat auch keinerlei Textur.
Schade. Ah, den haben wir aber direkt schon identifiziert. Magie plus 10%. Nur leider nützt uns Magie plus 10% irgendwie so nüscht. Also, naja. Belassen wir es einfach mal dabei, ihn mitzunehmen. So, und jetzt sind wir hier. Und was ist das? Wachen. Eine Wache. Und da liegt noch eine. Ein Stück Käse. Ein Schwert. Nehmen wir mal mit. Ja, was ich auch nochmal ansprechen wollte, das ist ja die deutsche Version. Und die deutsche Version von Arx Fatalis war ist aufs Übelste zensiert worden damals. Also ich kenne die englische Originalversion und die ist um einiges blutiger. Es liegen auch Körperteile in der Gegend rum, einzelne, nicht nur komplette Leichen. Es war auch möglich, bei extremen Schaden, den man zufügt den Gegnern, war es teilweise möglich, manche Gegner zu zerteilen, Arme abzuschlagen, Beine abzuschlagen, Köpfe abzuschlagen oder auch mittendurch zu schlagen. Das wurde alles in der deutschen Version rausgenommen. Hier zum Beispiel, diese Wache sollte meines Wissens nach auch ohne Kopf da liegen in der Originalversion und diese hier sollte ein Bein weniger haben. Die abgeschlagenen Körperteile waren dann immer verschwunden. Hier aber zum Beispiel auch, hier sollte ein halber Torso mit einem Arm dran liegen und noch ein abgerissenes Bein. Ja, das ist gut, man kann drauf verzichten, ja, aber ich wollte es halt nochmal ansprechen. Ah. Endlich! Die Verstärkung geht schnell zu Ortieren. Ortieren. Upa. Da müssen wir irgendwann auch noch hoch auf diese Ecke da. Ach, der Eimer hat auch keine Textur. Zum Beispiel sollte uns jetzt auch von wegen zerschnitten. Oh ja, Schweine haben auch keine Textur. Oh Mann. Man erkennt es aber schon noch, dass es ein großes Schwein ist. Und ein kleines Schwein. Ja, der hier zum Beispiel, der ist auch extrem zensiert. Der sollte nämlich eigentlich, also in der Originalversion, war der nicht hier auf dem Boden gelegen, mit zwei so Stickeln in der Brust, sondern er war genau da gehangen, und zwar mit mehr als nur zwei Stickeln in der Brust. Ja, und das sah auch extrem krass aus. Also für damalige Verhältnisse war die Originalversion des Spiels wirklich verdammt blutig, muss man zugeben. Ja, nur leider wurde die deutsche Version extrem entschärft. Ihr habt ja auch bei den Kämpfen schon gesehen, wie viel Blut eigentlich, also nicht wie viel, wie wenig Blut eigentlich nur gespritzt ist. Das war in der Originalversion ungefähr einfach mal das 10- bis 12-fache von Blut, was gespritzt hat. Und es waren auch kurzzeitig Blutflecken auf dem Boden und so. Und ja, jetzt sieht man ja halt nur noch so ein paar kleinere Sprenkelchen, wenn man einen Gegner tötet oder schlägt, erwischt, wie auch immer. Oh Gott, hier liegt viel zu viel Zeug rum. Ich glaube, hier muss ich definitiv nochmal herkommen. Also den nehmen wir auf jeden Fall mit. Mörser und Stöße. Ach, noch mehr Mehl. Verdammte Axt. Ach ja, Axt liegt oben auch noch eine. Ah, shit. Das ist das Problem bei Arx Fatalis. Ach ja. Was auch noch geht, ist folgendes. Zack. Manche Türen kann man einschlagen. Nicht alle. Bei weitem nicht alle. Also die zum Beispiel, kann man sich schon denken, das ist eine dicke, fette Stahltür und... Es ist zu massiv. Ich kann es nicht aufbrechen. Ja, wie er schon sagt. Also normale solche pimpfigen Holztüren sind kein Problem. Kann man aufschlagen. Aber auch wiederum nicht alle. Also es gibt genügend, die kann man draufprügeln, wie man will. Der wird einem immer nur sagen, dass das zu massiv ist. War hier nicht...
Ah, tatsächlich. Gold. 10 Goldmünzen. Ja, also altmal sind die Sachen schon ein bisschen versteckt. Ich habe mir auch angewöhnt, jedes Kissen mal kurz hochzuheben. Auch wenn ich eigentlich bei den meisten sogar genau weiß, dass gar nichts drunter liegt. Problematik ist nur, dass eigentlich gerade... Lass mich lügen. Ups. Unter zwei Kissen im Spiel liegt, glaube ich, was. Einmal Gold, wie wir gerade gesehen haben, und einmal eine Schriftrolle. Huah. Tut mir leid, liebes Hühnchen. Ja, zugegeben, das hätte ich jetzt nicht machen müssen. Aber mein Gott. Es ist nur ein Spiel. Huch. Jetzt komme ich mir gerade ein bisschen schweinisch vor. Och nein. Ich komme mir schweinisch vor und ich schlage ein Schwein. Verzeiht bitte diesen Ausbruch an Intelligenz, das ist... Nee, ja. Ich sag besser mal gar nichts dazu jetzt. Wo ist das Huhn? Da ist es. So. Nur scheiße ich mir mal gerade mein Inventar einfach voll zu. Ein Glück, dass es Erfahrungspunkte gibt, sonst würde ich das gar nicht machen. Da würde ich auch auf das rohe Zeugs verzichten. So, das fressen wir direkt aus dem Boden. Die nehmen wir mit. Jetzt ist unser Inventar natürlich geschissen zu. Geschissen zu. Geschissen voll, meinte ich. Da drüben hat auch noch was. Da leuchtet irgendwas. Kommen wir aber leider noch nicht ran. Logischerweise. Wir müssen warten, bis wir da einen gewissen Zauber für haben. Oder vielmehr eine Schriftrolle. Den Zauber werden wir nicht bekommen, so wie wir spielen. Verschlossen, verschlossen, verschlossen. Bin ich mal gespannt, ob wir die überhaupt aufkriegen, die zwei, irgendwann, so wie wir spielen. Fingerfertigkeit, na, ich bin mir nicht ganz sicher. Erfahrungspunkte brauchen wir noch... 1409. Es wird noch eine Weile dauern, bis ich das Schwert benutzen kann. Ein Zivilist? Ich bin Ortion, Kommandant der Königsarmee und Befehlshaber dieses Außenpostens. Seid ihr ein Söldner? Können wir auf euch zählen? Ein Söldner? Nun, vielleicht. Für den Moment muss ich erst einmal etwas Luft zwischen mich und einer Horde Goblins bringen. Was ist euch passiert? Wir wurden von einer kleinen Gruppe Ilsiden angegriffen. Sie verletzten mich und erwischten drei meiner Leute. Die Ilsiden? Vor zwei Stunden schlichen sich drei von ihnen in den Außenposten. Sie griffen ohne Vorwarnung sofort an. Die Ilsiden gelten als starke, unüberwindliche Krieger. Und jetzt habe ich es selbst gesehen. Sie sind unfassbar schnell. Blitzartig haben sie drei meiner Leute überwältigt. Und ihr hättet sehen sollen, was sie mit Karnok machten. Ich weiß nicht, warum sie das getan haben. Aber sie werden sicher bald wiederkommen. Sucht euch andere Hilfe. Im Augenblick habe ich selbst genug Probleme. Ihr seid meine einzige Hoffnung. Ich kann dem Pöbel in der Taverne nicht vertrauen. Lieber einem völlig Fremden. Ich sagte euch doch bereits. Geht zur Festung und erzählt dem König, was hier geschah. Das ist lebenswichtig. Seit dem letzten Beben ist der Pfad für uns unpassierbar. Ihr müsst dem König sagen, dass uns die Ilsiden den Krieg erklärt haben. Das ist doch lächerlich. Gerade habt ihr mir beschrieben, dass der Weg zur Festung blockiert ist. Ihr solltet es durch die Goblin-Höhlen schaffen können. Zwei Ebenen tiefer. Sucht dann einen Weg zurück auf diese Ebene. Es ist gefährlich und schwierig, aber wir haben keine Wahl. Wenn ihr es schafft, seid ihr wieder im Königreich der Menschen. Unmöglich. Ich bin gerade erst aus einem Kerker der Goblins entkommen. Hier, dies hilft euch sicher. Die Lizenz eines Edelsteinhändlers. Solange sie denken, ihr seid nur ein Händler und ihr sie nicht angreift, werden sie euch in Ruhe lassen. Ich muss hier bleiben. Ihr seid unsere einzige Hoffnung, tapferer Söldner.
Jo, Ort hier. Ja, der in der Zwischensequenz gerade erwähnte Korlak? Hieß der Korlak? Also auf jeden Fall hat er gesagt, ihr hättet sehen sollen, was er mit angestellt hat. Das war der eigentlich vorne am Eingang liegen sollte und ja, von dem eigentlich nur noch Stücke übrig sind. Aber wie gesagt, der ist ja in der Version nicht enthalten. Ein Buch. Lesen wir das direkt mal. Das Jahr 266. Weiße Zeit, Woche der Ratte, dritter Tag. Heute versuchte eine kleine Goblin-Bande einen Angriff auf den Außenposten. Sie waren betrunken und leicht zu besiegen. Wir denken, das war nichts Geplantes, nur ein Ergebnis des Alkohols, den sie intus hatten. Wir schlugen sie problemlos zurück, verloren trotzdem einen Mann, die Goblins aber fünf. Jahr 266, Weiße Zeit. Woche des Maulwurfs, zweiter Tag. Ein Erdbeben erschütterte unseren Außenposten bis ins Fundament. Für ganze 10 Minuten. Kein Schaden trat auf, aber ich entdeckte ein paar Risse in der Passage, die zu unserer Stadt führt. Jahr 266, grüne Zeit, Woche der Kuh, vierter Tag. Ein seltsamer Angreifer attackierte uns heute Morgen. Er trug schwere Rüstung von einer Art, wie wir sie noch nie gesehen hatten, und schien unverwundbar. Jede seiner Bewegungen war unerhört präzise und er war unglaublich schnell. Er kannte keine Gnade, tötete einen meiner Männer und verletzte zwei weitere, bevor er einfach kehrt machte und so schnell verschwand, wie er gekommen war. Sein Verhalten macht mich glauben, dass er gekommen war, um unsere Stärke auszutesten. Ich glaube, dieser Krieger ist das erste sichtbare Zeichen einer Macht, die in den Schatten heranwächst und die eines Tages machtvoll genug sein wird, uns alle zu vernichten. Jahr 266, grüne Zeit, Woche des Adlers, erster Tag. Der seltsame Krieger kehrte zurück. Er tötete drei meiner Krieger, ehe ich es schließlich schaffte, ihn zu töten. Und als er in den letzten Zügen lag, brach er plötzlich in lautes, dämonisches Gelächter aus. Ich befürchtete das Schlimmste und trieb meine Leute zum sofortigen Rückzug an. Eine gewaltige Explosion verstreute seine Überreste in der ganzen Gegend. Außer seinem Dolch blieb nichts von ihm übrig. Jahr 266, gelbe Zeit, Woche der Schlange, erster Tag. Wir erwachten heute sehr früh am Morgen durch ein Erdbeben. Einer meiner Männer sagte mir, dass das Beben einen Erdrutsch in der Passage zur Festung auslöste. Sicher trifft bald Hilfe ein. Ich denke, ich warte eine Weile, bis ich jemanden schicke, die Neuigkeiten unserem geliebten König zu überbringen. Sie werden sicher wissen, dass der Erdrutsch für uns Probleme bedeutet. Mögen uns die Götter beschützen. Jao. Oh Wunder, ich hab's mal geschafft, mich nur einmal beim Lesen zu verlesen. Die zwei Sachen müssten wir da lassen. Also, ich sehe keine Möglichkeit mehr, noch irgendwas mitzunehmen, muss ich zugeben. Gut, wir brauchen kein weiteres Kurzschwert eigentlich. Wir haben noch ein paar, die alle voll im Arsch sind, sehe ich gerade. Das ist noch 35, 20. Ach komm, ich leg das hier hin und nehme das hier mit. Ja, den Köcher, den lassen wir auf jeden Fall erstmal da. Okay, also so viel zur Geschichtsstunde. Jetzt schauen wir nochmal schnell in der Taverne vorbei. Und dann machen wir uns auch schon wieder auf den Weg zurück zum Teleporter. Und nicht nur zum Teleporter, insgesamt zurück in die Ebene der Goblins, also zum Außenposten der Goblins. Denn wie Ortian gerade gesagt hat, ja, gibt es keinen anderen Weg mehr für uns. Außer dort hinten lang, wo wir die drei Orks getroffen haben. Wir haben jetzt die benötigte Edelsteinhändler-Lizenz. Jetzt brauchen wir aber noch eine Unterschrift auf unserer Goblin-Erlaubnis. Nur wo wir die herbekommen, ja, das ist jetzt noch so eine Sache. Aber ich... Komm, her. Aber ich denke, das dürfte kein Problem sein eigentlich. Ach ja. Okay, also Tröge sind auch weiß, wie ich gerade sehe. Ausnahmslos. Und Hunde. Hunde sind auch weiß. Ach nein, komm. Obwohl, komm, gleiches Recht für alle. Greifen mich jetzt die Leute an, wenn ich den Hund... So kann ich das nicht aufbrechen.
Ob Hund, ob Schwein, ob Huhn, ob Ratte, ob was weiß ich was. Das ist die Taverne. Und hier haben wir Polzius. Polzius, würdest du falsche Papiere für mich ausstellen? Gib mir offizielles Papier, dann ich werde das machen. Deine Papiere, Freund. Polzius, warum bist du gefangen genommen worden? Gut, ich dir erzähle, weil du jetzt Freund von mir. Du weißt, manche Menschen verschwinden, wurden zu Abendessen für Akbar. Akbar? Akbar hungrig, immer hungrig. Wir Goblins gehandelt haben mit seinen Priestern. Am Anfang war gut Geschäft, wir ihnen gebracht Menschen und sie uns dafür gegeben Goldstücke. Aber ich nicht richtig glücklich, weil er bald zu mächtig. Zusammen mit Ilsiden, er will töten ganze Welt. Menschen, Goblins und alle anderen. Ich König von Goblins erzählt, er mir gesagt, ich schlechter Goblin. Hat verboten Handel treiben. So ich kam in Gefängnis. Ein Mensch, der andere Menschen frisst? Goblins geben Menschen an Lord Serbius und seine Priester. Priester geben Menschen dann an Akbar. Ganz ehrlich, es tut mir leid, aber ich kann Polzius einfach nicht mehr ernst nehmen. Seit ich angefangen habe, South Park zu gucken, sehe ich, wenn er spricht, nur noch Eric Cartman vor mir. Das ist so schlimm. Gut, ich konnte den vorher schon nicht sonderlich ernst nehmen. Ist immerhin der einzige Goblin, der uns durchgehend freundlich gesinnt ist. Aber jetzt mit dieser Stimme und diesem Gesicht im Hinterkopf ist einfach zu hart. Trinke, desto besser geht's mir. Auf Landshire, auf unseren guten König. Ich find's höchst interessant, wie du trinkst, während du gerade den Krug ansetzt. Naja, mit dir reden wir jetzt auch nochmal. Mein Name ist Amshagar. Hallo, mein Hübscher. Ich bin Tissy, die Besitzerin dieses Etablissements. Und somit auch bekannt mit allen Schurken und Ganoven hier in Arx. Ich kann mich nicht erinnern, dich hier schon gesehen zu haben. Bist du von der Gilde der Reisenden? Aber verzeih meine Neugierde. Was kann ich für dich tun? Nichts Besonderes im Moment. Was kostet etwas zu trinken? Nur 2 Goldstücke für unseren besten Tropfen, Süßer. Was ist das schon? 2 Goldstücke für einen Drink. Mehr sagst du mir nicht? Okay. Gut, dann gehen wir noch nach oben. Der hat eh nichts zu sagen. Desto mehr glaube ich, dass Gewalt keine Lösung ist. Es ist eine Weile her, dass wir Azrael Darkthorn sahen. Ich könnte wetten, er starb in der Krypta, der verdammte Grabräuber. Azrael Darkthorn. Merkt euch diesen Namen. Naja gut, merkt ihn euch nicht, ihr werdet ihn eh vergessen, genau wie ich auch. Den werden wir noch irgendwann mal treffen. So, was... Ah, eine Nachricht. Reisender, wenn ihr an meiner Schatzjagd teilnehmen wollt, benötigt ihr einen Smaragd, um meine Truhe zu öffnen. Oliver. Dies ist eine Mission, die sich quer durchs gesamte Spiel ziehen wird. Naja, viel dazu später mehr. Ja, ihr seht einsam aus. Kommt rüber und trinkt etwas. Entspannt euch. Ich bin in Neu-Kalpale und das hier ist mein Lieblingsrattenloch. Nun, warum erzählt ihr nicht ein bisschen von euch? Ich habe Probleme mit meiner Erinnerung. Kannst du mir sagen, wer ich bin? Ihr seid eine gutmütige Seele. Verzeihung, Freund, aber ich habe euch noch nie zuvor gesehen. Kennt ihr hier niemanden? Vielleicht wart ihr einer aus der Gilde der Reisenden und irgendetwas Schreckliches kam über euch. Dann seid ihr wie betäubt umhergewandert. Oder ein Schurke zog euch eins über den Kopf und klaute eure Börse. Wer weiß? Nun gut, dann erzähl mir etwas über diesen Ort. Nun, das hier ist eine Taverne. Leute kommen da rein, um zu trinken und zu nörgeln. Aber vielleicht meint ihr mehr als nur diesen Ort. Witzbold. Euch muss ja wirklich was auf den Kopf gefallen sein.
Wir leben hier unten in diesen alten Minen, weil vor einigen Jahren unsere Sonne verlosch und die Oberwelt als gefrorene Einöde zurückblieb. Wie viele Leute leben hier? Und wo kann ich diese Gilde der Reisenden finden, zu der ich angeblich gehöre? Ah, ich bin nicht sicher, wie viele von uns hier herabgestiegen sind. Außer uns Menschen sind da noch die Goblins, die Zwerge, die Trolle. Und dann gibt es noch verschiedene Gruppen unter ihnen. Schwer zu überblicken. Und die Gilde der Reisenden. Das sind zähe Bastarde. Sie halten zwischen uns und den anderen Städten die Nachrichten und Handelswege offen. Es sind verdammt weite Strecken und wir sehen sie nicht sehr oft. Auch die anderen Gruppen nicht. Wenn ihr mich braucht, ich bin immer hier. Ja, und damit würde ich sagen, beenden wir mal die Folge. Geht immerhin schon wieder mal 35 Minuten. Aber ganz ehrlich, ich werde bei Arx Fatalis werde ich versuchen, eben diese Zeiten so einzuhalten. Also zwischen 30 und knapp, naja, 40 Minuten würde ich es nicht unbedingt werden lassen, aber zwischen 30 und 40 Minuten ungefähr. Weil das Spiel zieht sich sehr, sehr lange hin und wenn ich jetzt hier 15 Minuten Folgen mache, dann dauert es ewig, bis ich das Spiel mal durch habe. Deswegen, wie gesagt, zwischen 30 und 40 Minuten und deswegen wollen wir es für jetzt erstmal gut sein lassen und ich bedanke mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt und ich würde mich auch freuen, wenn ihr es beim nächsten Mal wieder tut. Also meine Lieben, bis dahin, adieu.